Die Bundesregierung will deutlich mehr Afghanen als bisher in ihre Heimat abschieben. Noch im Dezember soll der erste Sammelflieger bis zu 50 Flüchtlinge an den Hindukusch zurückbringen, so ein Medienbericht. Deutliche Signale hin zu einem schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik gibt es innerhalb der Christdemokraten vor ihrem Parteitag in Essen. CDU-Generalsekretär Tauber schloss sich den Forderungen von Parteivize Thomas Strobel an, abgelehnte afghanische Asylbewerber abzuschieben. Es gäbe einige Regionen in Afghanistan, in denen man sicher leben könne. Außerdem soll Krankheit künftig nicht mehr vor Abschiebung schützen. Kritik kommt von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Die Sicherheitssituation in Afghanistan sei katastrophal. 2500 Zivilisten starben laut UNO in diesem Jahr bis Ende September im Bürgerkrieg.